gefordert. Wir sind mehr als 30.000 Leute heute in Berlin. Mehr als 30.000 Leute, 160 Schlepper stehen hier vom Brandenburger Tor. Zornige Landwirte sind hier hingekommen. Und die bitte ich jetzt auf die Bühne. Wir wollen natürlich auch wissen, warum die Bauern hier sind, natürlich, und nicht nur von irgendwelchen Leuten, sondern von ihnen selbst. Ich frag mal als erstes Carlo, ja? Carlo Horn, den kenne ich auch ganz gut, der kommt aus dem brandenburgischen Landkreis Oder Spree, also gleich von um die Ecke. Der kämpft um die Existenz seines Hofes und auch um die Existenz anderer Höfe, denn da findet ein riesen Ausverkauf statt. Also Carlo, warum bist du hier? Genau, also ich bin hier stellvertretend für all die, die vom Landgrabbing betroffen sind. Zuerst haben wir quasi nur unsere Ackerflächen und unser Grünland verloren an die KTGs, Odegas, Lindhorst dieser Welt. Mittlerweile ist es viel schlimmer, wir haben Landgrabbing Teil 2. Wir verlieren jetzt den Grund und Boden unter unseren Stallungen an einen Immobilienspekulanten aus Berlin. Und noch viel schlimmer, wir haben vor 20 Jahren die Konkursmasse dieser LPG gekauft, haben sämtliche DDR-Schulden übernommen, haben die fleißig abbezahlt, sollten eigentlich ein Vorkaufsrecht bekommen und werden jetzt der Form halber vorenthalten, weil uns der Staat dazu zwingen will, als einziges Zahlungsmittel eine Bankbürgschaft vorzulegen, und wir weigern uns, mit genau den Banken Geschäfte zu machen, die seit 10 Jahren Verursacher sind für unser Landgrabbing. Wir haben mittlerweile 2 von 3 Flurstücken verloren, und das, obwohl wir unsere Eigentumsflächen verpfändet hatten und das Geld bar auf dem Konto. Und trotzdem hat unser eigenes Amt für Landwirtschaft dieses bare Geld nicht akzeptiert. Wir machen genau die Landwirtschaft, wie ihr sie euch vorstellt. Wir sind klein, wir sind bunt, wir sind vielfältig. Bei uns hat jede Kuh einen Namen, und wir werden von unserer eigenen Agrarverwaltung platt gemacht. Wir waren mit unserem ganzen Vorgang bis hoch in die höchste Ebene in den Agrarausschuss des Landtages, und unser Landwirtschaftsminister hatte alle Chancen der Welt, für kleine, inhabergeführte, bäuerliche Landwirtschaft das Wort zu ergreifen, und er hat aktiv weggeschaut und uns an einen milliardenschweren Finanzinvestor durchgereicht. Aber es gibt Hoffnung. Wir sind mittlerweile vor dem Landgericht. Am 25. April wird es dort eine Verhandlung geben, in der ein Richter dann darüber entscheidet, ob das Grundstück unter unseren Gebäuden an die Inhaber geführten Familienbetrieb ökologisch wirtschaftend mit 3 kleinen Kindern geht oder an die Navis Vermögensverwaltungs GmbH. Wir werden den medialen Druck aufrechterhalten, demnächst eine Homepage in diese Richtung schalten. Und wenn ihr uns aktiv unterstützen wollt, dann kauft unsere Produkte. Danke, Carlo. Carlo Horn, vielen Dank, vielen Dank. Unterstützt diesen Kampf, denn das ist eine wichtigste Sache. Ich möchte euch jetzt eine Milchbäuerin vorstellen, die vom Hof Klostersee in Grömitz gekommen ist, von der Ostsee bis hierher mit dem Schlepper, so eine weite Strecke. Anne Koch, warum sind Sie hier? Ja, moin. Ich habe mich mit jungen Berufskollegen aus Schleswig-Holstein auf den Weg gemacht. So, ja.
Ja, um zu zeigen, dass wir viele junge Leute sind, viele unterschiedliche junge Leute, die alle Bock haben auf Landwirtschaft. Und zwar auf gute Landwirtschaft. Und wir wollen nicht alleine auf unseren Höfen sitzen, uns vor uns irgendwie hinwurscheln, sondern wir wollen das mit euch zusammen machen, im Kontakt mit der Gesellschaft. Und ja, brauchen eure Unterstützung dazu und genau, wollen irgendwie loslegen. Und gute Landwirtschaft heißt für mich zum Beispiel bei den Kühen, da gehören für mich die Hörner dran. Da gehört das Kalb zur Kuh und die Kuh auf die Weide. Genau, so macht mir meine Arbeit Spaß und so sollen gute Lebensmittel entstehen und das macht uns allen mehr Spaß, wenn ihr da auch Freude dran habt und uns das zeigt und das macht mich wahnsinnig stolz, hier zu sein und euch alle hier zu sehen. Wow, danke. Danke, Anne. Danke, Anne Koch. So, und jetzt last but not least, wir würden gerne alle fragen, aber hier ist noch Lothar Goldmann. Lothar Goldmann ist, wir wurden gefragt, wie oft gab es denn die Demo? Das ist jetzt das 8. Mal und einer war jedes Mal hier. Nämlich Lothar. Und warum bist du eigentlich hier? Erzähl uns mal. Also es geht hier um, es geht hier um das Essen und unsere Umwelt. Und das alleine ist schon wichtig genug, aber für uns Bäuerinnen und Bauern geht es natürlich noch um viel mehr. Da geht es um Existenzen, da geht es um Höfe, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Da geht es um junge Leute, die sich einen Hof aufbauen und damit ihren Berufs-, wenn nicht sogar ihren Lebenstraum sich erfüllen. Wir sind aus dem Landkreis Göttingen hierher gekommen. Wenn wir morgen Abend hoffentlich wieder zu Hause sind, haben wir 30 Stunden auf dem Trecker gesessen. Hinter uns liegen Tage der Vorbereitung und der Organisation, denn auch zu Hause müssen die Höfe weiterlaufen. Wir Bauern sind Treckerfahren gewöhnt, aber ich kann euch nur sagen, Berliner Stadtverkehr ist nicht das Feld hinterm Hof. Das alles kostet Kraft und die Kraft gebt auch ihr uns, weil ihr... Weil ihr mit uns hier seid und weil ihr so viele seid. Und dafür meinen herzlichen Dank. Danke, Lothar. Und ich stelle euch noch einen Schlepperfahrer vor, nämlich der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft ist auch mit dem Trecker gekommen. Und zwar aus dem Wendland, wo die Bauern immer schon die Straßen blockiert haben, wenn die Politik Mist gemacht hat. Jetzt für das ganze Team hinter ihm, die alle hier sind. Wir bedanken uns, dass ihr so viele seid im Rücken.